Hallo in die Runde, lasst es uns zu Ende bringen. Rocket Monatsmission Juni Serie 3 von 3 gespielt am Montagabend. Wer die ersten beiden Serien verfolgt hat, hat gesehen, das Schicksal hat es nicht gut mit mir gemeint. Wenig Kartenmaterial, ein teures verlorenes Spiel bei 18 und damit habe ich jetzt erst knapp über 400 Punkte liegen, stehe also mit dem Rücken zur Wand und werde jetzt versuchen, noch ein Feuerwerk abzubrennen, sofern es denn die Karte hergibt. Bevor wir da einsteigen, noch kurzer Hinweis: Morgen Abend 22 Uhr ist es wieder soweit, live SenseGuard. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid und damit mal der Zuschauerrekord geknackt wird. Vielleicht die 300 oder sogar 400 Zuschauer parallel im Stream. Das fände ich gigantisch. So, nun stürzen wir uns aber hier gleich mal ins Getümmel. Wie gesagt, ich bin motiviert und werde jetzt ein bisschen Gas geben. Wir sehen es hier gleich im ersten Spiel: Kreuz Bube, 2 Asse. Da geht die Fahrt schon mal los und ich bekomme es auch für 18. Finde mit Herz Bube und Herz Lusche ganz passabel und habe jetzt hier ein Sechstrumpfspiel. Ich denke, Karo Dame König zu drücken, ganz normal. Da wird niemand auf was anderes kommen. Gut, und dann muss es natürlich noch ein bisschen günstig verteilt sein. Erstmal schnippeln mit der Kreuz Lusche. Das Spiel ist, denke ich, nicht so stark, dass wir direkt raufgehen sollten. Und in dieser Trumpfkonstellation lang ich auch gerne mal mit dem Kreuz Buben hin. Sechs Trumpf mit Kreuz Buben, Herz Buben, Herz Ass zu viert oder Trumpf Ass zu viert, denn häufig fliegt dann mal der Karo Bube und damit wird dann nur ein Trumpfstich abgegeben. So, 24 Augen, das sieht doch schon ganz gut aus, auch wenn hier Pik nicht auf den Tisch kommt. Es fehlt nur noch die Herz Lusche und bevor ich die abhole, kläre ich lieber direkt Pik, denn da wird jetzt natürlich geschnippelt werden. Aber wenn wir keinen Abwurf ermöglichen, dann sollten hier auch nur 28 Augen fallen. So ist es und damit bekomme ich letztlich noch die Karo 10 und werde das Spiel hier eben gewinnen. So, Spieler 1 braucht mir hier einen Tick zu lange, da zeige ich gerade die Karten. In dem Moment hat er dann doch gelegt. Und da sind die ersten 70 Punkte eingefahren. Zweites Spiel, Vorhand. Die beiden Alten, ein Ass. Klar. Bin am Start und bekomme es wieder für 18. Traumfindung, Kreuz Ass passt wie die Faust aufs Auge. Ja, und damit habe ich jetzt einen schönen Grang, den ich sogar auf Schneider drücken kann, sprich die Herz Dame, kann ich mir erlauben, hier im Blatt zu halten. Denn ich gebe ja typischerweise nur drei Stiche ab, höchstens, wenn es dumm, also wenn die Buben in einer Hand sitzen. Und auf diese drei Stiche, Herz 7, 9 Dame, können die Gegner nur sechs eigene Karten mit einbringen. Zwei Asse, drei Zehner, ein König, das sind 56 Augen, plus meine drei Augen macht 59. Das also die überschlagsweise Verlustrechnung. Und die hat natürlich nur einen Haken, wenn die Buben zusammenstehen und Kreuz König zu dritt. Kreuz König zu dritt ist sogar noch gefährlicher als die Buben zusammen, dann werde ich das Spiel verlieren, denn dann geht die Rechnung nicht auf. Dann gebe ich eben auch diese beiden Kreuzluschen noch ab, verliere am Ende 5 Stiche statt nur der geplanten 3. Also Jungs sind schon mal in einer Hand, das ist schade. Jetzt darf nicht auch noch Kreuz zu dritt sitzen und da kommt die Erlösung. Kreuz 7 fällt und damit wird der Grang eben problemlos gewonnen. Schön, wenn man das vorher ausgerechnet hat, dann kann man ganz entspannt das Ding jetzt hier nach Hause spielen. Ja, und versuchen, diesen Grang muss ich ihn ja sowieso, hat ja von der Verteilung her eine Chance deutlich über 90% und ich gewinne ihn auch genau mit den 61 Augen, die da vorher schon so drauf standen. So, jetzt vielleicht mal eine kleine Pause. Das ist so ähnlich wie das Blatt im ersten Spiel, aber eben nicht der Kreuzbube, sondern nur der Herzbube. Ja, und plötzlich wird eingepasst. Also vielleicht hier sogar schon eine kleine Möglichkeit liegen lassen. Andererseits auch zu sehen, die Gegner sind nicht mehr ganz so spitz wie ich oder sie haben nicht genug Material. Jedenfalls hat keiner dieses Spiel haben wollen. So, viertes Spiel und ich würde sagen, das ist so eine Entscheidungskarte. Ass 10, Ass 10, Ass, das Ding muss ich jetzt versuchen. Das ist genau ein Blatt, auf das ich gewartet habe. Pik wäre die Arbeitshypothese oder vielleicht wird es sogar ein Grang. Ich habe jetzt allerdings eine Gegenreizung von 24, aber nützt ja nichts. Die muss ich einfach ignorieren. So, Findung, Pik Dame, Karo 8. Nicht besonders dolle, andererseits auch soweit im Rahmen des Erwartbaren und noch nicht kritisch, denn es gibt hier viele Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen.
Ja, ich kann überlegen, Karo 10, Kreuz 10 zu drücken, sogar 20 Augen, aber mit nur drei Assen und einem Pflichtbild komme ich dann an sich nur auf 56 und es ist doch schwer anzunehmen, dass ich nun hier die Herz 10 rausbekomme oder noch zwei weitere Bilder. Deswegen behalte ich Karo 10 im Blatt und sage mir, dieser Pik wird nur dann gehen, wenn Karo ein Doppelläufer ist. Also 10 Augen gedrückt, 28 in Karo, 14 in Kreuz und Herz Ass macht 63, solange eben meine vier vollen laufen. Als Grang mag ich ihn doch nicht spielen, denn der ist natürlich eine Ecke schlechter. Kann ja sein, dass Pik Ass 10 rauskommt und hinten dann schon abgeworfen wird. Ja, schade, dass Karo rauskommt, ist erstmal kein gutes Zeichen bei diesem Spiel, denn meistens wird ja blank oder aus dem Drilling noch wahrscheinlicher aufgespielt. Ja, hilft aber nichts, ich habe hier wenig Möglichkeiten, mich dagegen zu wehren. Einfach immer Trumpf spielen, das ist eben so ein Spiel, das muss einfach über die Verteilung gewonnen werden, wenn hier jetzt was gestochen wird. Und jetzt kommt der Moment. Ah! Jetzt kommt der Moment und Karo 10 läuft nicht, wo du es erstmal brauchst. Ja, wenn hier was gestochen wird, dann kannst du das Spiel kaum gewinnen, denn so viel können die Gegner an sich gar nicht falsch machen. Plan B wäre ja noch Herz 10, aber wenn dann das eine Unglück kommt, dann wird die hier, wie wir sehen, auch schnell versenkt und dann war es hier nicht möglich. Und ich würde mal sagen, das ist es gewesen. Pik ohne 6 verloren, minus 154. Das ist der Sargnagel auf meinem Finalticket, beziehungsweise auf dem Versuch, das jetzt hier zu erzwingen. Das ist alles kein Drama. Ich denke mal, aus taktischen Gründen war es trotzdem richtig, dieses Spiel zu reizen und zu versuchen. Es hat dann eben nicht sollen sein. Nun versuchen wir also, die Serie gepflegt zu Ende zu spielen. Spieler 2 greift jetzt an, spielt ein Herz. Gut, Pik Bube kam von mir blank. So, das war jetzt aber eben interessant. Herz Dame im zweiten Trumpfstich, im ersten Stich Karo Bube. Also mein Partner muss jetzt noch Trumpf Ass haben. Das sieht ganz danach aus. Vier Trumpf also dagegen. Und auch eine Karo Lusche noch beim Spieler. Und logisch vermute ich, dass er noch im bestellten Kreuz Ass steht. Sitzt also nicht gut für ihn, wir haben 35 Augen, es dürfte noch einen Trumpfstich für uns geben und die Kreuz 10 sollte noch einen Stich machen. Trotz alledem, wenn Pik 10 zum Beispiel gedrückt ist, kann das für uns noch eng werden. Wenn ich jetzt direkt Pik spiele, mein Partner das Ass verbrennt, sticht der Spieler, schiebt Trumpf wieder raus. Ich denke, das war jetzt doch noch ein bisschen kritisch. Ich habe länger nachgedacht, entscheide mich jetzt hier für die Kreuz 9 und die darf mein Partner jetzt natürlich nicht stechen und das tut er auch nicht. Damit war das jetzt eine Falle für den Spieler. Er kann entweder rausnehmen, dann gibt es eben noch die zwei Stiche oder wenn er schnippelt, dann wollen wir jetzt den fetten Stich haben mit 32 Augen. Aber was ist das? Warum überlegt mein Partner jetzt so lange? Der wird doch das nicht jetzt verpufft haben. Stich, kleiner Krieger, Stich, das Ding, fette Beute, fette Belohnung, und da tut er es. Und damit ist dieses Spiel natürlich geschlagen. Ach so, Leute, hier die Beatspielglocke. Ich wurde noch darauf aufmerksam gemacht. Ich habe es vergessen, ich habe es bei meinem Spiel vergessen, dafür noch mal einmal geklingelt, und ich habe es in diesem Spiel jetzt gerade rechtzeitig noch bemerkt. So, die Fahrt geht weiter. Ich bin immer noch nicht am Ende dessen, was ich hier reizen möchte. Ich bekomme es für 18, ich finde Karo 10 und ich spiele hier diesen Springergrang. Ein einfacher Karo ist mir jetzt zu dusselig. Wenn überhaupt, dann müssen wir jetzt überall die maximalen Punkte rausholen. Das Spiel werde ich also nur gewinnen, wenn die Buben verteilt kommen, typischerweise. Und das wird jetzt der Moment. Und da sind sie auch gesprungen, wie sie sollen. Und damit habe ich jetzt hier noch einen Grang gewonnen. So, genug Punkte habe ich, deswegen hier nochmal die kleine Finte. Wenn jetzt einer auf die Idee kommt, da noch unterzubleiben, dann hätte ich sie sogar Schneider gespielt. Nicht, dass ich vermutet habe, dass das klappt. Ja, also bringt mich ein Stück voran, aber letztlich vielleicht hier auch ein bisschen übermotiviert nach diesem teuren Verlustspiel, dass ich immer noch dran glaube. Aber gut, du hast ja auch Spaß, wenn du spielst, jedenfalls mehr Spaß, als wenn du passt. Also bleibe ich dabei, bleibe ich meiner Linie jetzt treu und mache hier im siebten Spiel den nächsten Grang los. Auch der hat wieder seine kleinen Problemstellchen hier in Karo, in Pik und Buben fehlen auch.
Ja, ich denke mal, bevor ich jetzt noch hinterhand auf den nächsten Karo abschmeißen kann oder vielleicht überstechen kann, nehme ich die beiden Bilder lieber mit. So, Buben springt. Diesmal springen sie mit nicht. Ist ja an sich auch nicht ungewöhnlich. Einmal klappt es, einmal nicht. Damit ist das Spiel an einer kritischen Stelle. Ich muss jetzt Glück haben, dass hier der Spieler mit dem Buben zweimal Kreuz bedient. Und das ist auch der Fall. Jetzt noch schnell Herz Ass zum Sieg gezogen, Karte weggeworfen und weiter geht die wilde Fahrt. Ja, 18 haben wir. 5 Trumpf, kein Seitenass, schert mich jetzt nicht. Da müssten die Gegner schon ein wenig mehr auf die Waage bringen. Im Endeffekt wollte ich hier nur die 18 einmal halten, ne? Einmal gucken, ob Mittelhand auch nur so angereizt hat. Und das ist der Fall. So, ein Ass gefunden, ist im Prinzip fast ein bisschen zu wenig, aber hilft ja nichts. Jetzt machen wir mal einen ziemlich schlappen Fünftrümpfer, muss halt glücklich laufen. Ja, und das hätte ja wirklich schlimmer kommen können. Herz Ass wahrscheinlich in Hinterhand blank, deswegen lang ich jetzt hier auch mit dem Kreuzbuben hin, damit nicht noch links und rechts Herz 10 und dann Karo Ass abgestochen wird. Hoffentlich Trumpf 3-3, jawohl. Manchmal ist es so einfach, da kann man auch mal sehen, schlechte Spiele, wenn sie entsprechend brav verteilt sind, können so lässig gewonnen werden und an anderen Tagen verlierst du deutlich stärkere Spiele, die einfach unglücklich dagegen sitzen. Also, das war jetzt ein kleiner Hattrick. Ich gewinne hier noch mal ein bisschen Oberwasser, 300 Punkte, 4 Spiele noch. Aber jetzt müssten auch mal wirklich die guten, die großen Spiele kommen, die Bauernpakete, die Grangs mit 3, Grangs mit 4, und das passiert hier einfach nicht. Wäre vielleicht jetzt auch ein bisschen zu viel gewollt, ein bisschen zu viel verlangt. Jetzt sind auch mal die beiden anderen dran. Immerhin 46er Reizung kann also bedeuten, gerade wo ich zwei längere Farben habe und zwei nur ziemlich kurz, dass hier im Gegenspiel noch mal 40 Punkte mitzuschnappen sind. Und da wäre ich ja nicht abgeneigt. Grang, okay, ganz offensichtlich ohne 3. Mein Partner wird also noch Kreuz Bube haben und wegen der Null-Ouvert-Reizung ist ja nun klar, er muss an sich in Kreuz oik in Karo eine lange Farbe haben. Herz und Pik kann es nicht sein, da habe ich selber in beiden Farben die 7 und die Farben lang. Also wenn mein Partner jetzt Herz oder Pik frei ist, dann wäre es jetzt wichtig, dass ich von ihm eine lange Farbe treffe, vielleicht eine 10 zu 4 oder sogar zu 5. Die Asse vermute ich natürlich schon alle beim Alleinspieler, wenn der ohne 3 spielt. Ja, ich muss jetzt hier nur raten, Kreuz oder Karo. Letztlich entscheide ich mich für Karo. Da gibt es auch keine Indikation, was es jetzt hier sein könnte. Und Karo war es offenbar nicht, denn die Lusche fällt so schnell von meinem Partner, dass ich davon ausgehe, dass er da nicht rüber konnte. Also Karo Ass 10 wird wohl im Keller sein. Dann hat der Spieler jetzt 28 Augen schon liegen. Ja, und jetzt wird es sich eben zeigen, ob mal ein Ass von ihm gestochen wird. 39. Ne, Herz Ass läuft auch. 54. Ja, und Kreuz Ass läuft natürlich auch. Wenn ich richtig gezählt habe, hat er jetzt 69 Augen. Ja, und die Indizien verdichten sich, dass das die richtige Arbeitshypothese war. Da fliegen die Karten, 69 Augen. So sieht's aus. Spieler 1 hat seine erste Hausnummer auch aufgeschrieben. So, wo sind wir denn? Spiel 10 von 12. Also, es hat nicht sollen sein, es kommt hier nicht mehr Material an. Die Karte hat sich jetzt auch einen Tick vorschnell schon zur Ruhe gelegt und gesagt, Daniel, das war's mit uns heute. Ich bin aber gar nicht so geknickt, denn es gibt beim Rocket ja viele Chancen. Es gibt noch 7 Monatsmissionen und es gibt ja auch die Jahresrangliste, wo ich schon durch einige gute Wochenergebnisse vorgelegt habe. Also ich sag mal, vielleicht für euch sogar die bessere Nachricht. Einer schrieb mir sogar, wäre eigentlich schön, wenn du es nicht schaffst, denn dann wird es noch mehr Videos geben. Ja, also danke für diesen treuen Wunsch, der ist wohl hier in Erfüllung gegangen. Ich werde weitere Rocket-Videos hier machen müssen und euch daran selbstverständlich teilhaben lassen. Ehrlich gesagt, wäre es mir doch lieber gewesen, das Ding schon in trockenen Tüchern zu haben, aber gut. So ist es eben. So, hier hätte ich eben meinen Partner lieber gesehen, dass er die Kreuzdame mit dem Kreuzbuben vorsticht. Das war doch ein Stück weit offensichtlich, wo Spieler 2 direkt Kreuz Lusche abwirft, dass er die 10 im Keller hat und jetzt wohl eher noch auf dem Herz Ass zu dritt sitzt. Dann hätten wir nach
In dem Stich hätte ich schön Pik nochmal überstechen können und dann eben mit Trumpf Lusche den Spieler einspielen können, dass der selber noch mit seinem Herz Ass angewackelt kommt. Und falls er dann die Herz 10 nicht hat, hätten wir das Spiel wohl gewinnen können. Trumpf sind raus, hau rein, was du hast. Und wenn jetzt noch Herz Dame kommt, dann langt es vielleicht sogar noch. Nee, kommt aber nicht. Herz Dame dann wohl, da ist sie bei meinem Partner. Ja, also in dem Spiel wäre ein bisschen was drin gewesen, aber letztlich, es kommt hier ja, es geht hier um nichts mehr. Der Drops ist hier nun wirklich gelutscht, also gönnen wir es Spieler 2, dass er auch ein Spiel gewonnen hat. Ja, zurück zu meinem Ausgangsstatement. Es wird mir schon irgendwie gelingen und ich werde also weiter dabei bleiben. Das verspricht sicher noch einige interessante Videos. Ich denke aber auch, dass ich jetzt mal eine kleine schöpferische Pause einlegen werde, aus taktischen Gründen vielleicht mal eine Woche die Karte im Rocket-Bereich ruhen lasse, kann erstmal die anderen wieder ein bisschen trommeln lassen und einmal ein bisschen Luft holen, ein bisschen relaxen und dieses, ich will nicht sagen traumatische Erlebnis, dafür spiele ich schon zu lange Skat, aber dieses doch ein Stück weit dann frustrierende Monatsergebnis hier zu verdauen. Gucken wir uns den Null an. Wird da was gehen? Sah ja an sich ganz gut aus mit Blankaufschlag und jetzt Abwurf 2 Kreuz, aber der Alleinspieler kriegt hier auch seine Karo Dame weg. So, also wenn jetzt noch was geht, dann über Kreuz. Oder vielleicht nach einigen Kreuzzügen doch noch über Karo, also ich werfe Karo weg. Solange der Spieler die Karte noch nicht zeigt, muss er ja an sich noch irgendwo eine kleine Baustelle haben. Also da lohnt es sich noch dabei zu bleiben, aber da ist es die Karo 8. Ich muss rüber, habe die 9 noch in der Hand. Kreuz war wohl nicht mehr drin, zumindest nicht bei meinem Partner. Und damit ist die Geschichte hier gelaufen. Auch der 0 wird gewonnen. Letztes Spiel. Letztes Spiel des Turniers und da riecht sich nichts mehr. Das werde ich jetzt nicht mehr riskieren. Das lohnt sich einfach nicht. Spieler 1, der auch erst ein Spiel auf der Uhr hatte, schnappt nochmal zu. Und bekommt einen Gang mit rein. Ja, das sind dann so die etwas fetteren Spiele, die du eben auch mal brauchst. Ein Grang ohne Dreien mit 96, jetzt ein Grang mit Dreien. Da kann ich mich mit meinen vielen Spielanteilen recken und strecken, wie ich möchte. Durch das teure verlorene Spiel, wo der Doppelläufer nicht kam, höre ich hier die Liste auf mit 298, wohingegen Spieler 1 jetzt mit zwei großen Spielen noch davon gestoben ist auf 396. Allerdings nützt es ihm natürlich auch nichts. Er war genauso hier im unteren Drittel des Turnierfeldes wie ich auch. Also an diesem Tisch wird es keine Sieger geben. Wer aber die Sieger sind, das schauen wir uns jetzt noch mal schnell im Ergebnis an. So, ich bin hier direkt mal reingesprungen in das amtliche Endergebnis. 7 Spielern können wir gratulieren zu einem Finalticket Rocket 2020. Allen voran Hacke 84 mit 19:2 Spielen und 1880 Punkten. Also da lief die Karte wohl mal. Dann der Hühnerbaron, mit dem hatte ich in der ersten Serie das Vergnügen, hat sich die Butter natürlich auch nicht mehr vom Brot nehmen lassen. TNT 2000, Lombok, Bambo, Taucher und XY29, das sind die sicheren Finalisten. Und da oben hat sich noch so eine kleine Gruppe reingemogelt. Grundi, Fred Feuerstein und Hessenperle. Da werdet ihr euch vielleicht fragen, was machen die hier oben und warum haben die jetzt Preisgeld bekommen? Die drei sind tatsächlich schon qualifiziert fürs Finale, haben trotzdem mitgemacht, um sich hier noch ein Taschengeld zu verdienen. Und das hat hingehauen. Also, schönes Fund. Ja, und wo bin ich jetzt abgeblieben? Natürlich hier im unteren Drittel. Platz 35, immerhin noch 42 Euro mitgenommen, die wir in die nächsten Versuche wieder investieren können. Ja, und damit würde ich sagen, schließe ich jetzt auch dieses Kapitel ab. Wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt am Ball und wie immer, gut Blatt!